Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Hexit Let's Play. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir ja hier diese mega riesengroße Höhle entdeckt und haben auch hier schon ein bisschen was rausgerissen. Und ich würde sagen, wir holen uns einfach noch das bisschen Redstone da oben. Und ja, in der letzten Folge haben wir auch festgestellt, dass der Ton etwas laut ist. Ich habe jetzt die internen Sounds hier, also von dem Spiel, auf 20 gestellt. Und den Mixer hier unten, ja, kann ich gerade nicht zugreifen, weil ich habe ja Vollbild. Den habe ich auf 50 stehen und es ist immer noch etwas laut. Ich weiß nicht, wo dran es liegt, tut mir sehr leid, aber ja gut. Meine Stimme hört man ja noch und das ist ja die Hauptsache bei einem Let's Play. Ja, also, ich habe mir jetzt eine alte Folge wieder angeguckt, die vor 2 Wochen war die, glaube ich. Ja, vor 2 Wochen dürfte die gewesen sein. Und da habe ich gesehen, dass wir normal auf Welterkundungstour gehen wollten und wir hatten vor, hinten in dieses Dorf da oben zu gehen. Oder da war zumindest mal ein Dorf irgendwo. Aber wo war denn das jetzt? Irgendwo war doch hier ein Dorf. Ja, aber wir wollten auf eine Erkundungstour gehen. Ich hatte irgendwo ein Dorf entdeckt. Das war irgendwo hier oben. Oder war das dieses Hütchen hier? Kann auch sein, dass diese Hütchen war, aber ich sehe, hier sind noch sehr, sehr viele Dungeons. Okay, Leute, hier sind noch sehr viele Dungeons unterwegs. Ja, aber natürlich, erstmal haben wir jetzt hier die große Höhle zu erkunden und das Labis Lazuli. Ich weiß nicht, wir haben ja keine Lederrüstung, wir brauchen noch keine Lederrüstung, wir haben schon Dia-Rüstung und so. Ja, deswegen glaube ich eher, dass wir das jetzt nicht benötigen. Und hier ist auch die Super-Axt, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Ja, hammer geil, das Teil. So, die lasse ich mal im Inventar drin. So, dann machen wir das mal alles hier schön hier rein. So, dann würde ich sagen, auch mal das mal hier ein bisschen hoch. So, ja, schön hier alles rein. Ach, komm, die scheiß Eisenstiefel können wir ja wegtun, die Diamanten reinmachen. Verrottetes Fleisch kann man wegtun, dann das da rein. Oh, nee, komm, die scheiß Ding da, komm, einfach das hier rein. Was kann man noch wegtun? Knochen kann man wegtun. Der Bogen kann man wegtun. Ich müsste mich aber auch hier hinstellen. Ich dummi schon. Ach Gott, bin ich blöd schon wieder. Ich habe mich wieder falsch hingestellt. Ja. Und auch sorry wegen meiner Nase wieder, ich bin wieder ein bisschen erkältet. Ja, mich hat es über Nacht mal wieder ein bisschen erwischt hier. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Es stört normal nicht. So, und die 13 Dicks können wir auch wegwerfen. Goldene Karotte, komm, werfen wir einfach auch weg. Leute, was brauchen wir das denn alles? Das brauchen wir gar nicht. So, jetzt bauen wir uns einfach hier hoch. Und ich sehe bei der Sound, das ist schon ein bisschen leiser geworden. Okay, gut. So, hier waren wir noch nicht, wie es aussieht. Und hier ist noch Eisen. Oh, das nehmen wir natürlich mit, das ist ja klar. Soll das mitnehmen? Ihr wisst ja, Eisen. Da war es schon. Ah, wir haben ja noch eine Diamantspitzhacke. Ja. Sehr schön. Und hier geht's raus. Okay, wir hatten doch in der letzten Folge noch so ein tiefes Loch entdeckt. Ja, das ist natürlich wieder sehr schön jetzt hier. Und man versteht die Helligkeit schon wieder. Ah, hell, bei mir ist es voll dunkel. Sorry, wenn wieder alles dunkel ist. In der letzten Folge war es sehr dunkel. Ja, liegt am Aufnahmeprogramm. Tut mir wirklich sehr leid. Wo ist das Loch? Ja. Kohle können wir uns ein bisschen mitnehmen. Ihr kennt es ja, ich und meine Kohlefreundlichkeit hier in Minecraft, weil wir müssen ja einschmelzen zu Hause und haben nur noch 2 Stacks, glaube ich. Und damit kommen wir nicht weit. Damit kommen wir gar nicht weit, liebe Freunde. Und jetzt muss ich aber mal gucken, wo dieses Loch da war, dieses Riesenloch. Also, ja, bei Riesenloch kann man wieder so falsch denken. Ich meine, dieses der Höhleneingang. Ah, hier ist er ja. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie man da reinkommt. Lol, das ist eine Spinne. Alles klar. So. Ach. Leute, hier war so ein kleiner Eingang. Guckt euch das mal an. Was eine Verarschung. Naja, gut. Das hier haben wir noch nicht. Dann nehmen wir mal mit. Komm. Und wenn soll die Spitzhacke auch kaputt sein, was ich eher nicht denke. Die reicht fürs halbe Let's Play bestimmt jetzt. Können wir jetzt noch eine bauen. Wir haben ja noch hunderte von Diamanten. Und ja. Irgendwie hört mich gerade voll scheiße an. Mit meiner Nase. Mit der Düdlüdüt-Nase. Ja. Und irgendwo höre ich Lava. Ja, Lava ist irgendwo in der Nähe. Nee, ein Enderman. Ach du Scheiße, guck mal da unten, da sieht man schon den Nebel. Liebe Freunde, wie tief ist denn bitte schön dieses Loch? Alter, das ist ja schlimmer wie mein Schnupfen hier. Ja, der Nasenhochzieher. Jeder kennt ihn noch von damals. Gott. Ich glaube, nachher müssen wir uns hier gut hochbauen, liebe Freunde. Jetzt haben wir gerade einen Labis eingesammelt. Naja, so. Soll ich einfach mal sagen. Dann hier so. Dann hier so, so. Alter, meine Nase nervt mich gerade. Und ich muss auch ein bisschen schneller jetzt machen, weil
gleich noch ein Kumpel kommt. Und ja, so. Aber da kommt halt kein Video, weil es ist nicht der liebe El Chorito, der heute kommt. Der kommt wieder am Mittwoch. Da kommt dann bestimmt wieder, oh shit, ein Video. Heute kommt jemand anderes. Heute kommt ein alter Schulkumpel und ja. Ich lasse natürlich die Personen privat, stellen jetzt hier keine Namen oder so. Und Alter, hier geht's nachher richtig gut hoch. Und hier ist eine Höhle, sehe ich gerade. Und hier ist so ein Knochenblock. Und da kommt dann sogar Knochen raus. Ey, den können wir uns mal mitnehmen. Das sieht richtig cool aus, irgendwie, dieser Block. Oh Gott, Leute, die Mega-Höhle. Alter. Alter Vater, hier geht's ja richtig gut. Nur hier, ey. Mal hier ein bisschen Licht in die Sache reinbringen und. Oh mein Gott, eine Schlucht. Alter. Guckt euch mal diese Höhle an. Das ist ja mal eine geile Höhle. Hammer. Leute, Hammer ist es. Hier ist nichts mehr. Ey, das ist ja mal eine Hammerhöhle. Oh ne, oh ne. Muss eher was essen hier. 6 Minuten sind wir jetzt. So, erstmal hier ein Skelett da hinten. Man kann 2 Pfeile schießen. Alter, wie geil ist das denn? Die haben so einen neuen Skin. Hä? Okay. Ich schieße mal das Skelett da hinten ab. Ich blöd, Mann. Ich hab gleich losgeschossen. Da unten ist ein Creeper. Hey, Creeper. Double Kill. Alter. Wo ist denn jetzt dieses Skelett? Hinten im Wasser irgendwo. Ah, wir haben es getroffen. Oh, wir haben es getötet, liebe Freunde. Und dieser Creeper ist da unten. Okay, gut. Piu. Und piu. So, tot ist er. Da bringe ich jetzt ein bisschen Licht hier in die Sache, damit ihr auch was seht. Deswegen habe ich auch extra 3 Stacks Fackeln hier gemacht. Ja, ich bin so hobbylos. Ich mache 3 Stacks Fackeln. What the fuck? Ich dachte gerade, was ist das für ein Ding? Alter. Ist das Aluminium, oder? Richtig? Aluminium? Nee, Kupfer. Kupfer. Ach, Aluminium ist ja hell. Ach, Sashi. Mein Gott, hast nicht in Biologie und Physik aufgepasst. Das ist Aluminium. Nee, das ist Kupfer. Oder warte mal. Das ist Kupfer. Was ist denn das für ein Zeug schon wieder? Das ist Zinn. Aha. Okay. Ich glaube, das kann man verwenden für die, wo man in diesen Dörfern findet, da diese komischen Aufsätze da, was es ist. Dafür kann man, glaube ich, diese Zinnen und die Dinger benutzen. Nicht für Waffen, für so Aufsätze und für Schilder kann die, glaube ich, benutzen. Hinten ist ein Skelett, das schießen wir jetzt mal ab. Ja, das sieht man. Der Sashi hat mal wieder ein präziser Tag heute hier. Ja, ich habe da. What the? Nein, 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 nein. Meine Diamanten. Scheiße, okay, dann Diamant für uns abgebaut. Danke, Creeper. Das war eine Lebenserwartung von meiner Spitzhacke mehr jetzt. Dankeschön, Creeper. Okay. Aber lieber Creeper. Gott. Ich erinnere mich gerade irgendwie daran, wo ich damals erstmal Minecraft gespielt habe. Ist gerade irgendwie so, weil ich habe vorhin mir nochmal die Folge 100 angeguckt, weil ich gucke das irgendwie. Minecraft. Ich gucke das irgendwie selbst, die Folge 100. Die ist so geil geworden. Ich muss die einfach selbst gucken. Und da ist mir einfach mal eingefallen, wie cool es eigentlich war, wo ich damals Minecraft angefangen habe zu spielen. Einfach geil war das damals. Ich so hier geguckt, so, kann man das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So eine Spitzhacke hier gehabt, so als Starter-Ding hier. So dran rumgekloppt. Aha, da kann man ja was rausholen. Das kann man auch umstecken, bla bla bla. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass man in Minecraft Sachen umbauen kann. Ja. Sashi, du bist einfach der schlauste Mensch der Welt. Also, wirklich. Und das grenzte gerade daran, dass ich mich fast selbst gedisst habe. Aber, naja. Okay, gut. Vergessen wir es. Und. Was ein Scharfschütze, Leute. Was ein Scharfschütze. Habt ihr den gesehen? Willst du mich verarschen? Ist da ein Creeper-Spawner? Ne, Creeper-Spawner gibt's ja gar nicht. Alter, das sind hier viele Creeper. Ah ne, da unten, das ist so eine komische Pflanze. So eine leuchtende Pflanze ist da unten. Hallo? Alter, ich bin scheiße an mit meiner Erkältung hier. Ich höre mich an wie so ein Opa irgendwie. Der wohl keine Luft bekommt oder so. Das abbauen? Das ist nämlich immer gut für eine Fackel. So, jetzt geht's hier durch. Durch dieses komische Tropfsteingezeugs hier. Das ist bei 9 Minuten. Das ist ja auch geil. Oh, Diamanten. Meistens kommen ja die Creeper von hinten
Wenn die hier, wenn ihr am Abbauen seid von Diamanten oder so. Weil dann, beschützen sie so gesagt die Diamanten. Und was ist denn das hier überhaupt? Meteoritenbruchstein. Leute, ich glaube, das ist dieser Riesenknall, den wir mal hören. Das ist ein Meteoriteneinschlag. Und ich glaube, aus diesen Meteoriten kann man sich Meteoritenwerkzeug machen. Ja. Wartet mal kurz. Da müssen wir mal kurz das ausprobieren. Werkbank. Werkbank. Gucken, ob das geht. Ach. Was war denn das jetzt? Wir haben schon jetzt wieder getroffen. Hä? Wir haben schon jetzt wieder getroffen. Kam dann ein Pfeil zurück? Okay, gut. Wir gucken jetzt einfach mal hier so. So. Wo ist Meteorit? Hier. Nee. Okay, geht also nicht, liebe Freunde. Ich dachte, es geht. Weil es gibt ja Meteoritenwerkzeug und so. Aber ich glaube, da muss man irgendwie noch ein bisschen mehr craften oder so. Was weiß ich. Meine, die Dings hier zurück. So. So. Das kann jetzt einfach mal hier stehen bleiben. Wir kommen vielleicht schon mal zurück. Ja, hier ist noch ein oh, hier ist ein riesengroßer Lavasee, sehe ich gerade. Da am besten nicht dran rumtoben. Weil da hinten ist ein Spiel. Das ist eine okay, da ist eine Wand da hinten. Das ist so ein komischer Fehler wieder. Weil da hängt Golderz da hinten. Und oh, hier ist noch ein Dings. Noch ein Block. Oh, hier ist sehr viel Meteorit. Alter, sehr viel Meteorit. Alter, Junge. Das ist ja mal geil. Das heißt, im Dschungel immer schön in die Höhlen reingehen. Da findet man immer so riesen Dinger hier. Das ist voll geil. Ich bin immer an diesen Blöcken vorbeigelaufen. Warum war ich auch gerade nicht? Scheiße. So, okay. Wir haben ihn gleich down. Und die droppen ja auch gut, was die Dinger, habe ich gehört. Oh mein Gott. Ein Netherquarzenschild. Cool. Bis jetzt noch nicht gehabt. So, der ist tot und der hat gerade so ein komisches Kokobuch fallen lassen. Gehen wir einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Dann hier waren wir auch noch nicht. Ja, es ist eine sehr komplizierte Höhle und hier ist wieder Meteoritenerz. Meteoriten! Alter, zwei Stück. Ja. Wir müssen das gut beschützen. Und immer weg von der Lava, wegen den. Wegen den verbumsten Scharfschützen hier. So, Diamanten beschützen. Ich muss mehr die Diamantwerkzeuge und so haben. Ja, der Sashi ist mal wieder sehr produktiv und hör auf zu laggen. Ja, Leute, es ist normal, wenn Minecraft die Welt nachladet und die ganzen Texturen, dann laggt es immer kurz. Aber da stört man es einfach nicht dran. Oh. Hallo, Villager-Zombie. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Bei 13 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir gucken noch kurz hier ein bisschen rum und dann ist die Folge auch wieder vorbei. Wir waren jetzt ja nur in der Höhle hier unten und die Höhle bekommen wir heute nicht fertig, weil da hinten sind noch ein Minenschacht und alles. Leute, das wird eine Mega-Höhle und, ja, hier ist schön Diamond. Hier ist wieder mal Meteoriten. Was ist da hier? Meteoritenbruch. Was? Bruchstück, ach so. Du UE wird das hier geschrieben, das Ü, okay. Ich schreibe es immer Ü, weil auf meiner Tastatur das Ü gibt. Anscheinend gibt es bei den Entwicklern kein Ü. Hm? Kann ja auch sein, dass in Amerika kein Ü gibt, weiß man ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich wohne ja in Deutschland. In Deutschland wohne ich. In der deutschen Heimat. Ja, also meine deutsche Heimat. Ich bin auch Deutscher, ja. Vor einige Fragen jetzt hier. Ich bin geborener Deutscher, so gesagt. Wenn mich das anhört. Das hört sich gerade an wie so eine Hitler-Rede irgendwie. Naja. Hau ab. Scheiß Giftspinnennetz ist ja hier wieder irgendwo. Nest, so, sorry. Ja, gut. Ich sehe gerade, wir sind bei über 14 Minuten mal wieder, liebe Freunde. Ja, dann würde ich sagen, ist hiermit diese Folge Let's Play Hexit mal wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In den nächsten paar Folgen werden wir dann diese Höhle wohl fertig haben. Und ja, dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und wie immer, haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sashi LP. Haut rein, Leute. Ciao.